Meine Herren. 98,8% des Applauses waren für dich, Felix. Der Rest, ja, hallo. Wenn das mal reicht. Der Rest ist mit dir verwandt. So. Sehr schön. Ich werde mich jetzt zurückziehen. Aber vorher werde ich ganz kurz einmal die Regeln erklären. Wo ist denn dein hässlicher Bruder? Der ist mit dem Kopf in den Meerschweinchenstall gefallen, ist deswegen außer Kraft gesetzt. Aber ich bin extrem gehypt. Wer von euch kennt das Format? Erkennst du den Song? Ja. Wir spielen heute auch, erkennst du den Song? Und in der... Was passiert? Ich glaube, da will jemand Sex mit dir. Möchtest du kurz hochgehen? Ich kann das auch machen, ich bin einsam. Bitte? Nee, und heute, Felix, ein episches Duell. Heute geht es um die Magenta-Ananas. Und ich weiß von dir, das passt zu deiner Einrichtung zu Hause. Das wird bei dir super aufs Sideboard passen. Deswegen würde ich das natürlich gönnen, aber ich weiß ganz genau, dass ich heute gewinnen werde. Und Basti, do your thing. Ja, ich werde euch jetzt ganz kurz simpel die Regeln erklären. Es geht um 7 Punkte. Wer zuerst 7 Songs richtig erkannt hat, wird die Magenta-Ananas gewinnen und mit dieser fantastischen Frucht nach Hause gehen. Es ist simpel, wir spielen gleich Songs ein und ich bitte euch im Publikum nicht vorzusagen, weil sonst muss ich runterkommen und euch tasern. 1Live hat es erlaubt. 1Live hat es erlaubt, das ist keine Körperverletzung, es ist erlaubt, wenn wir es vorher sagen. Und dann komme ich runter. Ihr dürft nicht reinrufen, das dürft ihr nicht tun. Und es ist so, es geht nicht nur darum, dass die Jungs den Song erraten, sondern sie müssen auch den Interpreten richtig wissen. Und Feature. Und Feature. Alles. Und Feature, ihr Klugscheißer. Genau. Es ging nicht in deine Richtung, sondern in Dennis. Ach so, die Hände bleiben genau da, wo sie gerade sind. Genau, hier bleiben die Hände. Dann ist es wohl jetzt an mir, als Spielleiter, der auf diesem kleinen Pascha-Stuhl darüber darf. Das ist wunderschön, ja. Zu sagen, lasset die Spiele beginnen! Ich bin Dennis Wolter, 30 und ich nasche gerne Snacktomaten. Ich bin Felix, 32 und ich habe mehr Geld als Dennis. Ja, diese Leute, die so zu tief durchatmen. Ich dachte, Privatpersonen, die in so Alltagssituationen so... Du dann willst essen ablenken. Sie einfach. Einfach so eine komische... Nein, egal. Du willst ablenken, denn ich glaube, ich habe öfter gewonnen als du in der Vergangenheit. Kann das sein? Nee, das kann wirklich nicht sein. Das weiß keiner. Die echten Fans da draußen wissen natürlich, wie oft ich gewonnen habe. Ich habe von 5 Spielen habe ich 3 gewonnen. Das ist... Und 1 hat dein hässlicher Bruder gewonnen. Ja. Und 1 habe ich. Du. Aber ich bin... Bist du bereit? Sag mal. Dann die Hände mal bitte hier. Okay. Das ist richtig komisch für die Leute gerade, dass wir es jetzt einfach machen. Das ist mir scheißegal. Komm mir vor, wie so eine Privatperson, die einfach auch hier ist. Los geht's. Da. Oh Gott. Rihanna featuring Jay-Z Umbrella. Ella, Ella. Der Taser ist schon geladen. Wenn man unter 12.000 Leuten auffällt, hat man entweder was sehr richtig oder was richtig falsch gemacht. Einfach, das sind die Optionen. Du kleine Maus. Okay. Das ist eine Frau übrigens, Spaß. Gut, wollen wir weitermachen? Stehst du eigentlich so gerne. Gerade da, Alter? Ich bin total fokussiert gerade. Aber ich werde es trotzdem machen. Gut. Für meinen Bruder. Weiter.
Ich würde gerne antworten, wenn ich darf. Ist das AC/DC Thunderstruck? Ich bekomme nur so einen Applaus. Felix? Ja? Hättest du eine Ahnung gehabt, was das für ein Song ist oder nicht? Nee, ich hätte irgendwas mit Rolling Stones gesagt, glaube ich. Ja, ich liebe Düsseldorf, ihr Opfer. Was los ist das? Kommt mir nicht mit eurem Hohoho, ey. Jetzt hat sich hier ausgehohohort. So. Okay. Jetzt runter, 1-1. Bitte. 1-1. Nächste Wildcard ist für dich da vorne, der gebrüllt hat. Okay. Das kennt er wieder. My Heart Will Go On von Celine Dion. Was? Na sag mal. Michael Hirte, My Heart Will Go On. Was? Komm, wer, Michael Hirte. Wer ist denn Michael Hirte? Wer ist Michael Hirte? Der Supertalent-Gewinner der zweiten, dritten Staffel. Und der ist der beste Mundharmonikaspieler Europas. Jeder kennt ihn, er hat mittlerweile nicht mehr so viel zu tun, aber wir haben ihn angefragt für die Sendung und er hat abgesagt, er hat keine Zeit. Ehrlich, unser Klient Herr Hirte hat keine, ich dachte mir so, ja. Du musst wirklich regelmäßig aufs Arbeitsamt, wenn du Harz kriegst. Also man muss wirklich immer hin. Mein Vater erzählt, ich weiß auch nicht, also. Okay. Michael Hirte? Wie du sagen würdest, durch solche Scheißsongs gewinne ich am Ende, aber so ist das. So wird. Gut. Okay, weiter geht's. Ja. The Underdog Project, Summer Jam. Oh. Ist das uncool, wenn ich so tanze? Wenn ich so mache? Aus wie Carlton in weiß. Das ist aus wie Carlton in richtig weiß. Tanzt du, wenn du in der Disco bist? Tanzt du dann? Oder machst du nur so? Ich gehe nicht in die Disco. Ich gehe wirklich von Disco-Besuchen ab. Okay. Gut. Jetzt ist der Ausgleich passiert. Sonne Rammstein. Mann, Pfizer, jetzt halt doch mal den Mund da oben. Er kann es einfach nicht abwarten. Okay, okay, okay. Ich habe eben gelesen, dass Pur bald in dieser Halle auftritt und habe ich natürlich Gänsehaut bekommen. Wer ist Pur-Fan? Komm. Pur ist deutsche U2. Revolverheld, deutsche Coldplay. Peter Maffay ist deutscher Bruce Springsteen. Okay, du führst. Aber weißt du was? Das heißt nichts. Okay. Oh, fuck. Nein! Fugees mit... Fugees drei, mit... Zwei. Eins. Oh, nein! Oh, Mann, ey. Entschuldigung. Meiner. Ah, oh, Mann, ey. Arschloch, Fugees, Arschloch. Killing Me Softly? Mann, Arschloch. So. Da fehlt Fugees. Irgendein Feature. With his song. Ein bisschen Respekt vor der Kunst, ey. Okay. Es heißt leider Killing Me Softly with his song. Und da müssen wir genau sein, das weil es geht heute um die magentafarbene Ananas. Und ja, hallo? Das ist nicht die Weltmeisterschale, es ist wichtiger. Und es ist so, Köln, wir können ja jetzt nicht, wir sind in einer Stadt, in der die Leute einfach gut bei Stimme sind. Das wissen wir alle, ne? Jeder hat schon mal hier Karneval gefeiert. Wenn irgendein Publikum abgehen kann, dann ihr. Und wir brauchen jetzt eure Summkräfte, Publikum. Nur du da oben hältst die Fresse. Was? Ja. Jetzt wird schon gesummt. Eure Summkräfte. Ja, jetzt wird gesummt, richtig. Und ihr haltet euch mal schön an eurem Pult fest. Denn jetzt wird da oben
ein Song eingeblendet werden. Ihr guckt mal fein nach Hause. Du, also ich kann auch dich tasern, alles ist erlaubt. Da oben wird ein Song eingeblendet, dann zähle ich runter auf 5, 4, 3, 2, 1 und dann werden die Textzeilen eingeblendet. Ihr kennt alle dieses Lied und dann werden jetzt 12.000 Menschen diesen Song summen und ich bin auf das Chaos sehr gespannt. Seid ihr bereit, Köln? Wenn nichts verstehen. Guck nach vorne. Guck nach vorne. Guck nach vorne. Der Song, der jetzt gleich gesummt wird, ist dieser hier. Und wir starten. Ja, viel Spaß. Das von pur. Seid froh, dass nicht DJ Ötzi ist. 5, 4, 3, 2, 1. Sag mal, habt ihr euch mal zugehört? Klingt wie Hirsche, die gebumst werden wollen. Also ernsthaft. Wie Michael Hirte ohne Mundharmonika. Ich höre gar nichts. Lauter, ich verstehe wirklich nichts. Komm, wir fangen nochmal an, Köln. Vielleicht haben wir das falsch gestartet. Wir fangen nochmal an. Ihr wisst jetzt, wo ihr beginnen sollt, okay? Ihr guckt weiter nach vorne. Ja, das ist sein Name. Vielen Dank. Du kannst ihm gleich einen runterholen. Es ist so. 5, 4, 3, 2, 1. Die deutsche Nationalhymne. Und zwar die alte, so. Ich biete nur an. Dennis, willst du auch noch? Ich möchte nur mal ganz kurz bitte einmal möchtest noch mal du das gerne noch mal hören? Ich möchte ja? Mal einmal hören, ja. Ah. Ja. Einmal noch mal anfangen. Zocken! Helene Fischer atemlos, genau. Ihr wart wirklich sehr nah dran, es war Wonderwall. Man muss den Leuten auch mal Feedback geben. Und das war nicht so toll, Leute. Also, da war wirklich Luft. Aber ein paar haben sich wirklich Mühe gegeben, hat mir gut gefallen. Ja, vier. Vier haben sich Mühe gegeben und ja. Die Rest war der Typ da oben, Alter. Das war so. Also, gut, komm, mach weiter, ich will nach Hause, komm. Mark Forster, Chöre. Da! Das kommt immer im Megapark. Das kommt immer im Megapark. Schlimmer an Mark Forster-Liedern ist, dass man wirklich erst in der Hook erkennt, welches von seinen Liedern es ist. Und Basti kann sich daran erinnern, das war das Abschlusslied bei unserer Hörsaal-Comedy. Und ich hatte gerade die ganze Zeit Faisal dabei vor Augen und konnte mich deshalb nicht konzentrieren. Was hat er denn gemacht? Ja, er hat gesungen und es war unangenehm. Ah, er hat gesungen sogar. Okay. Ich habe dazu geklatscht, das war noch unangenehmer. In einem Gospel-Outfit. In einem Gospel-Outfit. Falls ihr euch gefragt habt, ob man bei dem Lied außerhalb des Takts klatschen kann, ja. Basti hat wirklich so... Wir Bei der letzten Show hatten wir sogar zwei Leute im Publikum vom Team, die mir vorgeklatscht haben. Und ich stand da trotzdem wie Gehirn amputiert und mach. Ist nicht meine Stärke, bitte. Okay. So, warte, wie steht's? 3-3. Nächster Song, komm. Alles drin. Fifty Cent Window Shopper. Ja! Das war nicht schlecht. Das war gut. Danke, Dennis. Das war sehr, sehr gut. Danke, Dennis. Ich möchte meinen Bruder Benny grüßen an der Stelle. Hallo, Benny. Einmal Applaus für den Benny. Der sitzt gerade vom Fernseher. Benny wollte. Dein Bruder hat's geschafft. Dein großer Bruder hat's geschafft. Nächster Song, bitte, komm. Wer war's? Ich war's. Nein. Deichkind, Krawall und Remi Demi. Falsch. Falsch. Ja!
Deichkind, Remi, Demi. Mann! Ja! Deshalb habe ich mehr Geld als du. Wegen genau diesen Sachen. Dann da sein. Das sind die feinen Unterschiede. Das sind die Unterschiede zwischen Ende, Rolex und Flickflack. Am Ende kackt die Ente. Es sind die Details. Es sind wirklich... Das ist ein Klingelton, sag mal ehrlich. Als Polyphon. Okay. 5-3. Kings of Leon, Sex on Fire. Come on. Ist Michael Hirte oder Heino? Du warst zuerst, Felix. Ach, ich war zuerst. Ja, was ist es denn? Nein, natürlich Kings of Leon, Sex is on Fire. Hast du Sex is on Fire gesagt? Ja, hab ich. Wie heißt es denn? Kings of Leon, Sex on Fire. Ja. Bitte? Was hast du gesagt? Die Kleinigkeit. Das sind die Kleinigkeiten. Ja. Sowas macht unsympathisch. Ja, das sind. Einmal raus. Okay, so schnell wendet sich das Blatt. Hier wendet sich noch gar nichts. Okay, dann geh mal bitte von dem. Ja, ist ja gut, so, komm. Ellenbogen. Nächsten Song bitte. Four Non Blondes. Ah, fuck, wie heißt das Lied? Four Non Blondes mit. What's going on? Nein! Oh, du Idiot! Keine Ahnung. Weiter. Was? Was? Hey, hey. Leider kein Punkt. Aber wie heißt es denn richtig? Hey, what's going on? Wie heißt es denn richtig? What's up? Ach. 12.000 Leute wussten es. Ich lass mal so. Cooles Lied. Okay, weiter. So bring your friends, all of y'all come. Icke? Ja. So, das ist nämlich Herrn Snoop Dogg mit Herrn Pharrell Williams und Drop It Like It's Hot. Ja! Matchball hast du? Du hast einen Matchball. Matchball für Felix Lobrecht. Zwei sogar. Ja, zwei, drei, eins, ist egal. Der AC/DC für Rockling Stones hält. Rockling Stones, ne? Weil es ja gleich vorbei sein kann, ganz kurz. Mein Bruder Benny war mal Torwart und hat in einem Fußballspiel 33 Gegentore bekommen. Hallo Benny. Okay, jetzt kann ich in Würde sterben, gehen. So. Okay, nächster Song. Lena Satellite. Mann! Wir haben einen Sieger! Felix Lobrecht! Yeah.
Sternen auf. Bei den Pferden, niemand hält mich auf. Wir als Stern hier. Nimm auf dem Weg all die Höhen in Kauf. Steh auf, niemand hält mich auf. Ey, Sahne. Danke, Mann. Ja. Ist eigentlich eine normal große Ananas, aber in deinen Händen sieht sie so aus. Wie fühlt sich das an, gewonnen zu haben? Einfach berechtigt. Berechtigt? Es fühlt sich einfach richtig an. Es ist einfach, alles andere wäre jetzt wirklich ein Problem. Ich fühle mich beschissen irgendwie, keine Ahnung. Aber es war mir eine Ehre. Aber mit Lena zu gewinnen, das war gerade wirklich, das ist wirklich viel. Es gibt schlimmere Sachen. Lena, liebe Freunde, ruf mich doch wieder an, bitte. Danke, dass ich hier sein durfte, vor 12.000 Menschen. Das ist ein Video, was von mir 3 Minuten online ist. Dankeschön. Danke, liebe Freunde. Felix, zu Recht gewonnen. Zu Recht. Gerne. Und nochmal Applaus für Bastian Bierendorfer, den Moderator des Abends, bitte. Bitte einen Applaus für den Sieger.